Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und schön wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich heute so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute geht es mal wieder um ein paar Säcke aus der großen Jagd. Und dazu war ich wieder fleißig, habe ein paar zusammengesammelt und ich hoffe, dass ich heute mal mein Onara-Pet rauskriege. Ich würde sagen, wir steigen gleich mal ein. Erstes Säckchen war schon mal nix, das ist schon mal schlecht. Dann Nummer 2 war leider auch nix. Und dann haben wir noch Nummer 3 und dreimal nix. So, jetzt muss ich mein zweites WoW noch herholen, denn ich war mit 2 Chars gleichzeitig unterwegs. Machen wir das mal so. Und dann schauen wir mal, ob wir hier was drin haben. Da habe ich nämlich auch nochmal 3 Säcke. Hier habe ich aus Addon an, ihr seht, Onara Begleiter schimpft sich das Pet, das wir hier haben wollen. Sagt Nummer 4 müsste das jetzt sein. 5. Oh boy, was ist das für eine Dropchance? Und der letzte. Nummer 6. Okay, jetzt muss ich dann nochmal lostigern. Mit nochmal 2 Chars holen wir uns jeweils 3 Säcke und ja, dann gucken wir mal, ob wir da was drin haben. Sodala. Ich war wieder fleißig, habe mir ein paar Säckchen geholt und ich würde sagen, wir schauen mal rein. Erster Sack war nix. Zweiter Sack war auch nix. Und der dritte ebenfalls nicht. Dann müssten wir jetzt 9 insgesamt haben. Und dann habe ich hier mit einem anderen Char auch nochmal 3 Stück. So rum. Machen wir mal den grünen als erstes. Nope. Nope, auch nichts drin. Und der letzte, komm, gib mir mal das Pet. Oh boy, wie viel Dropshows hat das denn? 0%? Das gibt's doch gar nicht. Wie viel habe ich denn jetzt hier aufgemacht? Also, ich glaube, ich habe jetzt schon... Also 30 Dinge habe ich, 30, 40 Dinge habe ich jetzt bestimmt schon aufgemacht. Ich habe ja, bevor ich mit der Videoreihe angefangen habe, auch schon mit X-Chars das Ganze hier geöffnet. Naja gut, okay, dann geht's weiter an der Stelle und ja, ich sammle wieder ein paar Säckchen und ich hoffe, dann ist es vielleicht beim nächsten Mal drin. Ich verabschiede mich, euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.